Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich habe hier was Flaches mit Action. Das ist die Kings Loot Gaming Box. Und sie sieht sehr formschön aus. Aber ich glaube, das soll so. Das war wohl, keine Ahnung, mal ein höherer Karton. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung. Witzigerweise hätte heute auch die normale Kings Loot hier ankommen sollen. Aber aus irgendeinem Grund, obwohl sie selber zur selben Zeit losgeschickt wurden und obwohl sie zur selben Zeit im Umschlagplatz ankamen, hat man sich wohl offensichtlich dazu entschieden, sie nicht zur selben Zeit auszuliefern, weil das viel schöner ist, wenn ich nochmal bis morgen warten darf. Das macht aber ja nichts, weil ich ja eh nur ein Video am Tag veröffentliche. Deswegen ist das kein Thema. Wir machen mal die Box auf, wenn ich es dann irgendwie hinkriege. Das ist nämlich irgendwie komisch hier. Da ist so viel Karton. Keiner, was habt ihr euch da schon wieder bei gedacht, Kings Loot? Was soll das? Das ist doch nur, um die Unboxer zu ärgern, weil sie plötzlich hier irgendwie so eine Pappe im Bild haben. Sag nicht, dass es anders ist. Ich habe euch durchschaut. Keine Ahnung, vielleicht kann ich das einfach mal so nach innen falten oder so. Dann ist das nicht so problematisch. So ist besser. Ha! Ja. Achso, Unboxing, ja sicher. Wir haben Verpackungsmaterial. Oh, und es ist schön in Blau. Oh, und das ist weich, ja, so ein Schwachsinn. Fängt schon wieder gut an. Was haben wir denn hier? Wir haben eine Cappy von Chucklefish. Und das ist so Starbound. Es steht zum Glück hinten drauf, sonst würde ich es nicht kennen. Meine Güte, plakativ. Also ich meine, stell euch mal vor, ich setze sie jetzt auf. Ja, es geht. Aber so direkt so aus der Nähe denkst du dir auch so, wow, gelb. Das ist plakativ. Aber sie ist gut. Sie sieht, also das ist hier, oh, das ist auch weich irgendwie. Sieht gut aus, hochwertig. Ne? Ist hier Official License Starbound, Gaia und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ne? Gaia ist die Firma, die das rausgebracht hat. Natürlich Made in China, das ist normal. Aber eine Cappy ist schon mal geil. Also das feiere ich schon mal. Cappy ist gut. Ne? Kann man nie genug von haben. Tatsächlich. Also ich brauche ja auch immer mal wieder eine neue, weil irgendwann sind die so ein bisschen schäbig. Und dann, das mit der Yps-Cappy und so ist ja schon lange, lange her. Und ich kriege auch keine neue scheinbar. So, was haben wir hier? Wir haben Infos zur Anime-Box. Infos zur Anime-Box. Die kommt bald. Na, was steht da so drauf? 5 bis 7 Items mit einem Gesamtwert von über 70 Euro für 39,95. Jetzt bestellen und es gibt noch den Kings Loot Blitz-Beanie mit dazu. Ja, das ist eine Blitzbirne, die ihr euch dann aufsetzen könnt. Ja, kennt ihr, das ist diese. Das war mal in der Lootbox. Da ist dann so Kings Loot steht da drauf und da sind über so Blitze drauf und das für den Winter. Das ist gut. Na, und passend übrigens auch noch 20% auf alles im Shop. Na, mit dem Code, was ist das für ein Code? KingsMiss19. Ja, haut raus. Also wenn ihr was haben wollt im Shop, da gibt es unter anderem auch Artprints und T-Shirts mit Designs von mir. Dementsprechend einfach mal auf die Seite gehen und da ein bisschen was einkaufen. Mit KingsMiss19 kriegt ihr sogar noch Rabatte. Sehr schön. Ja, wunderbar. Und die Anime-Box, ne, ich gehe stark davon aus, dass ich sie euch hier auf dem Kanal auch zeigen werde. So, dann haben wir noch eine Wizardring-Box. Die ist bestellbar bis 5.12. Ne, hier so Zauberers und so. Und da kriegt ihr mit World War, nein, Wizarding World, also WW9, ne, Gleis 9, 3 Viertel, kriegt ihr hier nochmal einen Bonus-Loot mit reingepackt. Ne, da weiß ich eigentlich noch nicht, ob ich die auf dem Kanal haben werde. Dementsprechend. Das ist die Spoilerkarte, das wollen wir nicht. Gehe ich davon mal aus. Ja, ist die Spoilerkarte. Was haben wir denn hier noch? Es liegt ein T-Shirt drin. Ein T-Shirt. Maike, ich dachte, wir hatten uns geeinigt, kein Braun mehr. Ja, wir haben ein T-Shirt mit einem Motiv. Das ist schon mal gut. Es ist schwarz und es hat... Oh, das ist natürlich mega geil. Ich bin nur mit der Farbe nicht sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde so, das ist nicht meine Farbe. Und es ist auch einfarbig. Das ist schade, weil gerade eine Slot-Machine... ist ja bunt. Es gibt nichts Bunteres und Lauteres als eine Slot-Machine. Und das dann hier in Braun zu machen, fragwürdige Entscheidung, Kings Loot. Ich mag das Motiv aber trotzdem, weil es The Big Whoop ist. Und Big Whoop ist natürlich ganz klar Monkey Island. Ne? Und finde ich gut. Bones Connected, Price Collected. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hätte es nur ein bisschen bunter, schöner gefunden. Aber gut, man kann nicht alles haben. War wahrscheinlich nicht mehr drin im System, ne? Aber Monkey Island, The Big Whoop, sehr geil, also, ne? Gefällt mir. Ach ja, ich hab's ganz vergessen, hab's ja heute schon mit allen anderen Items gemacht, weich,
Ja, das muss immer. Das muss immer. Für Leute, die das noch nicht kennen, das muss immer, sonst kriege ich Ärger. Wenn ich das nicht mache, kriege ich Ärger. Kein Witz. Was haben wir denn hier noch so? Ein Glasprint, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ist das Monster High oder was? Kann ja gar nicht sein. Ist doch Gaming. Der ist schief diesmal. Was habt ihr damit gemacht? ich habe keine Ahnung, wozu der sein soll. Aber er sieht gut aus. Ich mag ihn. Ich mag, ich bin ja eigentlich auch so, ich mag ja auch so Mädchenzeug, ne? Und das ist so farblich so, ich mag halt buntes Zeug auch immer irgendwie. Das gefällt mir immer sehr gut. Wenn irgendwas bunt ist, na, dann ist das feini. Ich weiß nicht, wozu das sein soll, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber es wird vielleicht im Lootbook stehen, ansonsten, im Lootbook, haha, auf diesem Spoilerzettel. Und wenn ich es nicht rausfinde, dann wird es mir Maike entweder in den Kommentaren erklären oder ihr werdet mir das in den Kommentaren erklären, wozu das sein soll. Ich finde die King Art Prints auf Glas immer sehr geil. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Da kannst du dann, wenn du dann ein paar mehr davon hast, kannst du deine ganze Wohnung damit tapezieren. Finde ich sehr, sehr gut. Auch das sieht wieder top aus. Na, gefällt mir, gefällt mir. So, was haben wir hier? Ein Becher, nein. Oh, klar. Ein Turn to Blue Ghost Light. Da geht mir glatt ein Licht auf. Ein Pac-Man, blauer Geist. Und der blaue Geist ist ja der, der wegrennt vor Pac-Man, weil er gerade, ne, der hat gerade diese Powerbombe da in der Mitte gegessen. Ging es da schon irgendwie um Energy Drinks oder vielleicht sogar um Drogenverherrlichung im Pac-Man-Spiel? Naja, auf jeden Fall. Das wird mal im Asterix, ne? Zaubertrank und so. Auf jeden Fall haben wir hier den blauen Geist, der so abhaut vor Pac-Man. Ne? Und der leuchtet blau, wenn man den anschließt. Ja, das ist wieder so ein typisches Licht, was man so vorne hat. So ein Schalter, unten kommt eine Batterie rein, dann machst du so vorne den Schalter an und dann leuchtet das so ein bisschen. Das reicht nicht aus, um irgendwie einen Raum zu beleuchten, aber es reicht aus, um so ein bisschen Ambient zu schaffen. Deswegen finde ich es ziemlich cool, ehrlich gesagt. Was haben wir hier noch? Was ist denn da Riesiges unten drin? Da bin ich jetzt gleich mal gespannt. Ich glaube, ich habe so viel auch... das ist groß. So viel haben wir jetzt nicht mehr drin, aber wir haben hier auf jeden Fall einen Funko Pop. Funko Pop! Und wie immer in einem wunderbaren King's Shield Protector. King's Shield Protector! Ja, huldigt den Protector, denn er schützt eure Pops. Allerdings auch nicht wirklich dolle. Also wenn so ein Protector runterfällt, dann ist auch meistens trotzdem die Ecke Matsch. Ja, wenn ihr Hardstacks nimmt, ist der Protektor kaputt. Ja, die Protektoren gehören nicht so milchig, da ist immer noch so eine Schutzschicht drauf, die ich immer gerne abziehe für euch. Ja, könnt ihr übrigens auch bei King's Shield kaufen, das hat ja total toll funktioniert. Egal, wir lassen das jetzt erstmal dran. Na, damit protektiert ihr eure super tollen Pops, eure teureren Pops, na, vor Staub, vor Lichteinfall, vor... You name it. So, du bleibst ja erstmal da stehen. Bleiben Sie dort. Wir haben einen Pop zu Destiny. Ich gebe zu, ich habe Destiny nicht gespielt. Ich habe einmal für 10 Minuten zugeguckt beim lieben Christainment. Hallo an dieser Stelle. Na, wie der das gespielt hat. Und das ist ein Pop Ikora. Ikora, nein, das ist Ikora. Ikora. Kennt ihr nicht Ikora? Ich hol den mal raus, ich zeige euch den mal. Boah, meiner ist ganz leicht hinten, ne? Also. Und das trotz des Protektors. Das wird wohl also vorher schon so gewesen sein. Ja. Dieser Pop sollte aufgrund der Art, wie er gebaut ist, definitiv eine Fußplatte haben, aber er hat keine. Das ist sehr spannend, weil ich genauso viele Pops habe, die eine Fußplatte haben, die keine haben sollten. Kann er denn von alleine stehen? Natürlich nicht. Das habt ihr wieder gut gemacht, Funko. Wer hat da denn wieder nicht aufgepasst? Ja, die hat ordentlich Make-up im Gesicht. Ist es denn eine Sie? Ja. Ja, ist ein netter Pop. Ich weiß nicht, ob es da noch Varianten gegeben hätte, aber ist ein netter Pop. Netter Pop ist nett. Ist halt, ne, hier ein Destiny-Pop. Ich habe keine Ahnung. Da gibt es mit Sicherheit noch eine Menge Pops, die auch ziemlich cool sind dazu. Von den Details ist die top. Also der Anzug hier, die Klamotte, sieht echt gut aus. Sehr schön durchdesignt, gefällt mir gut. So, jetzt haben wir hier noch ein, nur noch, ist gut, aber jetzt haben wir hier noch ein sehr großes Item drin und ich hoffe, es hat es überlebt. Wenn das nicht überlebt hat, kriegst du, das ist gefährlich, wenn ihr sowas verschickt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wir haben hier einen Spiegel. Einen Mirror. Und ich guck mal, ob man den irgendwie so ein bisschen, ob der heile geblieben ist, gucke ich zumindest mal. Ich werde den jetzt aber nicht komplett auspacken, weil, ehrlich gesagt,
wenn ich einen Spiegel auspacke, dann seht ihr ja im Prinzip auch das, was... Ja, der ist noch heile geblieben. Man kann das so ein bisschen... Man kann das sehen. Guck mal hier. Ne? Ich möchte aber auch nicht, dass ihr hier im Prinzip den Rundumblick in der Bude habt, weil da hinten ist mein Warenlager. Das sieht aus, sag ich euch. Ne? Ne? Und meine Couch. Und da ist meine Plüschecke. Und das geht niemanden an, wie meine Plüschecke aussieht. So. Nein, aber ist ja so. Ne? Im Spiegel seht ihr ja meistens nicht den Spiegel, sondern das, was... Ne, die Kamera und so. Und warum solltet ihr jetzt das Kamera-Equipment sehen? Der Spiegel ist scheinbar noch heil. Das finde ich sehr, sehr gut. Und es ist ein Spiegel zu Assassin's Creed. So sieht der dann aus. Also so. Ihr seht es ja hier auch schon. Spiegel. Da ist dann halt hier, ne? Ihr kennt das, das ist ja, Assassin's Creed ist ja ein Spiel, wo es um Büromitarbeiter geht, die irgendwelche, irgendwelche Heftklammern lösen müssen und deswegen ja auch dieses Symbol, ne? Das ist ja dieser Heftklammernlöser. Ihr kennt das, ja? Und darum geht es in Assassin's Creed, ne? Nichts anderes. Im Prinzip sie Sachen abheften, tackern, lochen, ne, und die Tackernadeln wieder rausziehen. Ganz simples Spiel. Alles, was ich gerade gesagt habe, stimmt nicht. Natürlich nicht. Das ist ja das Symbol der Assassinen. Ne? So, und das ist ein Spiegel, wo das Symbol halt vorne drauf ist. Der ist rund. Den könnt ihr euch an die Wand machen und dann sieht das toll aus. Feines Ding. Feines Ding. Gefällt mir gut. Sicherlich auch nicht ganz billig. So, was haben wir hier? Wir haben das Big Whoop T-Shirt und hier auf dem Bild, guck mal, das finde ich merkwürdig. Ich weiß nicht, was da passiert ist, weil hier ist das noch in weiß, was ja auch noch passen würde. Weiß, ne, das T-Shirt in weiß, weil Knochen und weiß und so. Dass das jetzt hier in diesem Braun ist, finde ich sehr, sehr seltsam. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber das, vielleicht erklärt mir das nochmal jemand. Dann das Pac-Man Ghost Light, gab es auch nur dieses eine. Beim Pop gab es ebenfalls nur diesen einen Pop, also hier die Ikora. Na, King's Shield, Squid Duos. Ist das, keine Ahnung, was ist das? Ist das von, fangen wir gleich an zu spucken hier, Splatoon oder so? Könnte sein, die Farbgebung passt. Na, Splatoon, weiß ich nicht. Vielleicht ist es Splatoon, vielleicht auch nicht. Dann gibt's das, ah ja, da gibt's das Starbound Snapback-Dings hier. Na, das werde ich dann vielleicht in Zukunft häufiger mal aufhaben, mal gucken, na, weil man muss auch mal ein bisschen wechseln. Und das Pro-Item hier, Pro, ne, Pro-Item, wisst ihr Bescheid, könnt ihr dazu buchen, wenn ihr die Box kauft, Pro-Item, und dann kriegt ihr noch den geilen Spiegel mit dabei. Zumindest in dieser Box, die ihr natürlich jetzt nicht mehr kriegen könnt. Ha, habt ihr verpasst die Box, selber schuld. Ne? Ihr könnt aber natürlich tatsächlich nochmal bei King's Loot direkt nachfragen per E-Mail, vielleicht kriegen sie da nochmal eine zusammen oder so, ich weiß es nicht, mit Glück habt ihr da noch ein paar Restbestände. Und dann könnt ihr eventuell noch eine kriegen. Einfach mal nachfragen. Das, wenn ihr unbedingt diese Box jetzt noch haben wollt, warum nicht? Ne? Ansonsten bestellt die nächste Gaming-Box. Ne? Jetzt nächsten Monat kommt erstmal wieder die Horror-Box und dann kommt wieder die Gaming-Box. Es sei denn, die ändern das jetzt durch die Anime-Box. Das werden wir sehen. Was können wir noch erzählen? Gar nichts mehr. Ich bin eigentlich durch mit allen. Ne? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß bei der Sache. Ne? Denkt dran, unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Den könnt ihr gerne benutzen, wenn ihr hier irgendwas bestellen wollt. Ne? Ja, dann schaut euch gerne auch das King's Loot Unboxing an. Das dürfte jetzt in den nächsten Tagen dann mal auf den Kanal kommen. Oder wenn ihr das ein paar Tage später seht, ist es schon da. Ne? Und schaltet gerne wieder ein. Ich freue mich auf euch. Daumen, Kommentare, abonnieren. Siehst du, ich hätte aufhören sollen, als es noch in Ordnung war. Jetzt fange ich schon wieder an zu stammeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.